Hallo meine lieben Fitnessfreunde, hier ist wieder euer Fitness-Oskar mit einem neuen Kochvideo. Habt ihr etwa Hunger, aber wollt kein Fett zunehmen und trotzdem Muskeln aufbauen, dann habe ich hier eine perfekte Mahlzeit für euch. Die macht satt, enthält schön Eiweiß, gute Kohlenhydrate, kaum Fett und ist auch nicht so trocken, also kann man sehr schön essen wegen der vielen Soße. Und zwar sind das hier die Zutaten, die man dafür braucht. Die Soße wird hauptsächlich aus den Tomaten bestehen, also es wird eine Tomatensoße mit Tomatenmark, eine Zucchini, hier ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln. Man kann hier natürlich auch bei dem Gemüse variieren, zum Beispiel Paprika kann noch rein oder wer keine Zucchini mag, auch weglassen oder sonst was ihr wollt. Aber das ist schon mal so die Grundzutaten für die Soße. Mit Hähnchen wird das Ganze sein oder ich habe hier Putenfilet, ihr könnt aber auch Schwein nehmen oder was ihr auch, was halt euer Lieblingsfleisch ist. Ich habe hier Pute und das sind fast 700 Gramm. Das wird aber natürlich nicht eine Mahlzeit, sondern ich koche hier eine sehr große Portion. Dann kann man sich immer zwischendurch was Leckeres zu essen machen, aufwärmen in der Mikrowelle. Dann mit Nudeln wird das Ganze sein und ein bisschen Olivenöl fürs Fleischbraten. Ungefähr einen Esslöffel werde ich davon nehmen. Und bis gleich. Dann braucht ihr drei Pfannen bzw. Töpfe. In einem müsst ihr Wasser kochen für die Nudeln. Dann hier kommt ein bisschen Öl rein fürs Fleisch und das wird der Topf für die Soße sein. So, dann habe ich noch vergessen zu sagen, hier muss natürlich auch etwas Öl rein, weil wir braten die Zwiebeln zuerst und das geht ja ohne Öl nicht. Deshalb habe ich hier sogar abgewogen, 4 Gramm Öl. Da müsst ihr echt euch so gering wie möglich halten, weil, okay, zwischen 4 und eben was noch auf 3, zwischen 4 und 3, 4 mal 9 sind 36. Das heißt, 36 Kalorien habt ihr hier schon alleine durch das Öl. Dadurch, dass wir aber eine riesengroße Portion machen, wird sich das verhältnismäßig nicht so sehr auf das Essen auswirken. Diese 36 Kalorien, also die werden sich schön verteilen, dass es dann im ganzen Essen nicht so viel Prozent ausmacht. Und gleich wiege ich hier noch das Öl für die Pfanne ab, fürs Fleisch. So, dann würde ich für das Fleisch 5 Gramm Öl verwenden, das sind 45 Kalorien. Das geht auch noch durch. Ist hier ziemlich wenig, aber wenn man das Fleisch klein schneidet, kann man auch sicher gehen, dass es nicht anbrennt. Und wenn man so eine gute Pfanne hat, dann reicht auch schon so wenig Öl. Das Beste ist eigentlich Kokosnussöl zum Braten, aber das habe ich leider nicht da. Und deshalb nehme ich jetzt hier dieses Olivenöl. Das geht auch noch durch. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, was ihr zuerst braten sollt, nehmt immer die Sachen, die am härtesten sind, zuerst und die weichesten Sachen zuletzt. Das heißt, ich mache hier jetzt das so rum. Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini, Tomaten. So könnt ihr sicher gehen, dass alles später die gleiche Konsistenz ungefähr erhält. So, wenn die Zwiebeln schon so ein bisschen weich geworden sind, kann die Zucchini und der Knoblauch rein. Wenn das hier ein bisschen anfängt hier anzubrennen, dann könnt ihr auch ein bisschen Wasser reintun. So, das wird ja eh eine Soße, also ein bisschen Flüssigkeit schadet dann nicht. So, die Nudeln hier sind schon fertig. Ganz wichtig ist, dass ihr sie nicht verkocht, also nicht zu lange kochen lassen, weil das ist eigentlich so der größte Fehler, den man beim Nudeln kochen machen kann. Also ich zeige es euch mal, wie sie fertig sind. Also die Nudeln sind fertig, wenn sie al dente sind. Und wann sind sie al dente? Wenn in der Mitte noch ein ganz kleiner dunkler Punkt ist. Das wird man vielleicht jetzt hier nicht sehen. Die sind schon fertig, aber in der Mitte haben sie trotzdem noch einen ganz kleinen Punkt, der noch nicht durchgekocht ist. Und dann sind sie schön bissfest und auch al dente, wie man so sagt. Wenn die Zucchini auch schon ein bisschen durchgeweicht ist, dann können auch endlich die Tomaten rein, die Hauptzutat und ein bisschen Tomatenmark. Ja, wie viel, fragt mich nicht, das muss man dann halt abschmecken. Ich sag mal so, ein Esslöffel Tomatenmark sollte gut sein und dann noch nicht vergessen natürlich die Soße auch noch zu würzen. So, ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil es hier ziemlich laut ist, weil das Fleisch hier am Braten ist.
Das ist also die Pute, die hier gebraten wird. Die Nudeln sind schon fertig. Hier ist die Soße. Und ja, sobald alles fertig ist, werden wir das Ganze miteinander vermischen. Das Fleisch kann man auch ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Und das natürlich auch würzen. Das sind die Gewürze, die bei mir hier in die Soße gleich kommen. Sieht schon gut aus. Wird immer, die Konsistenz wird immer flüssiger, also perfekt für eine Soße. Das ist auf jeden Fall Salz und Pfeffer. Das ist ja Standard, hat jeder. Ich nehme auch ein bisschen Spritzer Zitrone, sind aber nur Feinheiten. Dann noch Petersilie und Rosmarin. Und eine kleine Chili, wer es ein bisschen schärfer mag. So, jetzt ist auch schon alles fertig. Die Nudeln waren ja schon al dente, wie ihr gesehen habt. Das Fleisch überprüfen wir hier. Wir nehmen uns das größte Stück, beißen einmal rein und sehen in der Mitte, es ist noch schön weich, aber trotzdem durch. Dann ist das auch schon fertig. Und die Soße hat die gewünschte Konsistenz, ist schön gewürzt. Also können wir alles miteinander vermengen. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich noch. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Ich gebe zu, eine riesige Portion. Aber das mache ich immer so. Kommen wir mal zu mir. Weil ich esse ungefähr dreimal am Tag warmes Essen. Zum Beispiel so wie das hier. Und würde ich jetzt dreimal am Tag kochen müssen, das wäre etwas anstrengend. Ja? Also ich koche mir dann lieber so eine riesen Portion. Und esse es dann mehrmals am Tag, beziehungsweise am nächsten Tag noch. Und das wird jetzt auch meine Pre-Workout und Post-Workout-Mahlzeit werden. Ich esse es jetzt 2 Stunden vorm Training, dann gehe ich schön pumpen, Brust und Trizeps. Dann esse ich es, wenn ich wiederkomme nach Hause, da braucht man sich auch gar keine Sorgen zu machen. Ich bin hier jetzt schon fleißig am Essen. Und da soll einer mal sagen, dass gesundes Essen nicht lecker ist. Es ist total lecker. Und ich habe hier mal die Nährwerte zusammengerechnet. So, auf Mittagessen müsst ihr gucken. Nur 7 Gramm Fett hat, hat so eine große Portion. Das sind 800 Gramm, was ich hier esse. Also mit dieser Portion, denke ich mal, wird jeder satt. Oder die meisten. Oder der durchschnittliche Mann, die durchschnittliche Frau würde auch bestimmt von weniger satt werden. Und wir haben hier nicht mal 8 Gramm Fett, 80 Gramm Kohlenhydrate, fast 50 Gramm Eiweiß und 600 Kalorien. Ja, also wir haben hier nicht mal 100 Kalorien pro 100 Gramm. Und das ist alles da drin in einer Portion ungefähr. Das ist jetzt nur eine Überschlagsrechnung, also nicht jetzt sagen, ja, du hast da aber 50 Gramm Nudeln vergessen oder so. Das ist, wie gesagt, nur ein Richtwert. Und eine Portion hat somit 600 Kalorien, also Kilokalorien. So sieht diese Portion aus, habt ihr ja schon gesehen. Ich denke mal, davon werden die meisten satt. Und wenn ihr mich fragt, das ist für jede Diät geeignet, also wirklich für jede. Natürlich, man kann andere Variationen draus machen. Also zum Abnehmen ist das sehr gut, weil das nicht so kaloriendicht ist. Also kann man zum Abnehmen das auch sehr gut essen, da muss man halt die Portion etwas kleiner machen. Und zum Muskelaufbau ist es natürlich auch sehr gut, weil es sehr viel Eiweiß enthält, gute Kohlenhydrate und Vitamine. Dann für die vegane Diät könnt ihr das auch machen, allerdings in der Variation ohne Fleisch. Ansonsten ist auch alles vegan da drin. Wenn ihr das Fleisch weglässt, ist es auch für eine vegane Diät sehr gut geeignet. Auch für die Low-Carb-Diät könnte es geeignet sein, und zwar wie? Wenn wir die Nudeln weglassen. Dann haben wir nur Fleisch mit Soße, kann man auch essen, und dann wäre es wiederum für eine Low-Carb-Diät sehr gut geeignet. Und also in diesen verschiedenen Ausführungen könnt ihr das also essen, und es ist also für jede Diät, und vor allen Dingen, was wir auch erreichen wollen, wir nehmen davon kein Fett zu, weil da sind wirklich kaum Kalorien. Aber wir bauen Muskeln auf mit diesem Essen, weil alle wichtigen Nährstoffe für den Muskelaufbau da sind. Allerdings, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann müssen wir etwas mehr Kalorien zu uns nehmen. Ist ja klar, der Muskelaufbau braucht Kalorien. Dann essen wir halt eine größere Portion. Ich esse jetzt mal so eine Portion hier. 800 Gramm sind das. Dann werde ich zum Training gehen und nach dem Training nochmal so eine Portion essen.
Dann bin ich also für den was den Muskelaufbau angeht, sehr, sehr gut versorgt. Und ich nenne sowas jetzt zum Beispiel eine perfekte Fitnessmahlzeit. Ich werde das erstmal verputzen und ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Probiert es aus, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch schmeckt oder nicht, ob ihr mehr solche Videos wollt oder nicht. Ich würde mich über jedes Feedback freuen. Haut rein, Leute, und bis dann.